Also, bereit an die Arbeit zu gehen? Oder war noch was? Wir verrichten etwas altmodische Detektivarbeit. Die Artefakte sind eher inaktiv, wenn sie aus dem Gestein entfernt wurden. Die Leute können sie also weitergeben, ohne zu wissen, was sie sind. Ich habe meinen Kontakten gesagt, dass ich nach merkwürdigen Metallobjekten suche. Meistens kommt nur Unsinn zurück. Aber ein Tipp von der UC Vanguard klingt vielversprechend. Du fängst jetzt schon mit Anthropologie an? Okay, klar. Jeder hat seine eigenen Beweggründe. Aber das ist nicht alles. Ich will die Gelegenheit nutzen, um zu sehen, wie du dich machst. Und damit du mehr über uns erfährst. Ich bleibe bei dir. Wir reisen zusammen, bis wir ein Artefakt finden oder die Spur sich im Sande verläuft. Wir müssen zum MEST, ins Vanguard-Rekrutierungsbüro, wo mein Kontakt arbeitet. Und eins noch. Egal, was du früher warst oder was du da draußen treibst, es interessiert mich nicht. Solange du nicht die UC Security zu uns führst. Jedes Constellation-Mitglied ist sein eigenes Gewissen, klar? Gut, dann spazieren wir ein wenig durch New Atlantis, ja? Ich stehe zu Diensten, Captain. Schützen und zu verteidigen und die Werte der Welt. Sarah, freut mich. Haha, von Natur aus neugierig, ja? Hey, willst du nicht der Vanguard beitreten? Den United Colonies helfen, ein paar Credits verdienen? Womöglich UC-Bürger werden? Die Freiwilligenflotte der United Colonies. Unabhängige Captains können mit ihrem eigenen Schiff beitreten und die UC versorgen sie mit Arbeit und Credits. Und als Vanguard kriegst du garantiert die UC-Staatsbürgerschaft mit allen Vorteilen. Rabatte auf UC-Waren und medizinische Behandlungen. Die Chance auf eine Wohnung in New Atlantis. Anders kommt ein ausländischer Captain da nie ran. Also, bist du dabei? Klasse! Fehlen nur noch ein paar Formulare, der UC-Orientierungskurs, die Prüfung und eine Probemission. Wir müssen ja sicher gehen, dass du da draußen bestehen kannst. Wenn du dich gut machst, hütest du schon bald den Frieden. Vergiss nicht, dass ich ihn wieder brauche, wenn du ihm dein schickes Outfit angezogen hast. Keine Angst, Sarah. Ich vergesse dich nicht. Und unsere kleine Sache hinterher auch nicht. Eins nach dem anderen. Begib dich zur Orientierungshalle und melde dich am Registrierungsterminal an. Das System führt dich durch den Rest. Oh, und wenn ein Kopfgeld auf dich ausgesetzt ist, musst du mit den Colonies alles klären, bevor wir dich annehmen. Aber falls du Fragen hast, kann ich sie dir beantworten. Ist irgendwas mit der Prüfung? Aha,
Ach, stimmt. Hätte ich vor lauter Rekrutierung fast vergessen. Ich nicht. Spuck's aus, John. Bevor du noch versuchst, ihn zu überreden, zu den Marines zu gehen. Okay, pass auf. Es gibt einen Vanguard-Freiwilligen namens Moara, der in der alten Heimat patrouilliert. Sol, Mars, Neptun, du weißt schon. Im Sol-System? Mit welchem Admiral hat der sich's denn verscherzt? Er kommt vom Mars, ist da aufgewachsen. Außer ihm will da keiner arbeiten. Angeblich hat er den alten Groundern eine schicke Kühlerfigur aus Metall gezeigt. Passt auf Sarahs Beschreibung. Im Sol-System gibt es viele Planeten, aber ein Veteran wie Moara ist sicher regelmäßig in Cydonia. Du meinst in den Bars, oder John? Hey, Patrouillenfliegen kann durstig machen. Für Sarah tue ich alles. Die UC kümmern sich um ihre Leute, auch die verlorenen Kinder. Oh Mann. Ich habe die besiedelten Systeme in allen möglichen Raumschiffen bereist. Doch in der NAT wird mir immer noch übel. Ach, diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. Gut. Lassen wir die Kiste abheben.
POC-Raum. Gegenwärtigen Kurs beibehalten, während wir deine Fracht. Landefreigabe erteilt. Schönen Aufenthalt in Zweitonia. Auf der Hülle und im Grafantrieb. Das würde dann wohl die Ausfälle erklären. Was soll das heißen? Es gibt keine Arbeit. Wahnsinn. Allein die Vorstellung, hier unten eingezwängt zu sein, die Dämpfe und den Staub zu atmen. Keine Bäume, kein Gras. Deprimierend. Willst du was sagen? Dann spruch's auf. Cydonia ist eine Industriestadt. Die Leute sind etwas. Bis nachher. Kleiner Tipp, vergiss nicht, deine Ausrüstung festzuhalten. Ich bin kein... Ich serviere hier seit über 40 Jahren Drinks. So viel Stabilität gibt es. Der war lange nicht hier. Ist vor einer Ewigkeit auf Patrouille geflogen. Wird wohl bald Zeit, ihm zum Gedenken einen Drink auf die pechschwarze See zu kippen. Dienst du? Ich kenne das Gefühl, aber man gewöhnt sich daran, Leute zu verlieren. Hey, einem Mitmarsianer will ich natürlich helfen. Vor allem, wenn er verschwunden ist. Aber, Er hat einen Deckel und man weiß nicht, ob er zurückkommt. Es ist viel Geld, okay? Ich hab's ihm lange durchgehen lassen, weil er Stammgast ist. Aber wenn ich die Credits nicht kriege, habe ich ein Problem. Also.
Hey, in Cydonia leben ist hart genug. Mach mir nicht noch ein schlechtes Gewissen. Mach mir kein schlechtes Gewissen, ja? Ja, ich versteh schon. Vielleicht. Okay, ich gebe auf. Ich muss eben über die Runden kommen. Als er das letzte Mal hier war, hat Moara ständig was von der Göttin der Liebe gegrölt. Lieder gesungen. Sowas alles. Venus? Das ist nur ein Planet. Keine ganze Patrouillenroute. Mehr habe ich nicht, okay? Schön. Dann muss das reichen. Das Gemeindezentrum auf P1 ist perfekt, um Menschen zu treffen.
Umarmung. Du belohnst die Versprochenen und verbannst die Verfluchten in die Schatten. Von Spacern und Plünderern.
Fleck Dick Sternen werft. Immer noch beim Mond der Erde. Hier wurden die ersten interstellaren Schiffe hergestellt. Die Module werden immer noch verwendet, obwohl die Sternenwerft seit langem stillsteht. Halt die Waffen griffbereit. Man weiß nie, wer hier sonst noch plündert. Vor dem Aufbruch noch Zeit für ein Nickerchen? Zwei Schritte rein und schon haben wir eine Leiche. Okay, es ist nicht Vanguard Moara. Die Spacer haben hier wohl rumgesucht und da kam niemand anders, um Hallo zu sagen. Du wirst noch öfter Spacer-Crews begegnen. Sie plündern verlassene Anlagen und erschießen alle, die ihnen in die Quere kommen. Sie sind sogar noch weniger organisiert als die Crimson Fleet. Verzweifelte Gruppen, die plündern und töten, um zu überleben.
für mich. Stehen viel besser, als gegen sie alle zu kämpfen. Kontakt!